Es lastet Druck auf der EZB, jetzt wo die Datenauswertungen zeigen, dass sich der Produktions- und Dienstleistungssektor in Frankreich verschlechterte, während die Manufakturaktivität in Deutschland auf dem Tiefpunkt der letzten 15 Monate ist. Ich darf heute Klaus Wiestessen, Eurozone-Chefökonom bei Pantheon Macroeconomics, hier zum Lukaskopi TV Telefoninterview begrüßen. Das Wachstum im Produktions- und Dienstleistungssektor war in diesem Jahr langsamer denn je. Wie ist Ihre Reaktion auf diese Auswertungen? Waren die Daten tatsächlich so unerwartet, wie alle sagen? Ja, ich denke schon, dass es ein bisschen unerwartet kam. Ich glaube, die Schwäche in der Produktion kommt vor allem durch die schwächeren Ergebnisse aus Deutschland. Und das ist durchaus überraschend. Der reine Fakt, dass es Schwächen im Produktionssektor gibt, ist jedoch angesichts des beginnenden Abschwungs im Produktions- und Dienstleistungssektor nicht unbedingt eine Überraschung. And the manufacturing industry. So, you know, we're still the PMI survey. It's just one survey, but it's still telling a story of. Die PMI-Umfrage ist nur eine von vielen, aber sie zeigt im Moment recht schwaches Wachstum und vor allem weniger Schwung im Wachstum, besonders in der Manufaktur. Wir nähern uns im Produktionssektor einem Rezessionsumfeld. Dabei sind die Leistungen aus Italien und Frankreich sehr schwach und selbst in Deutschland gibt es einen Rückgang. Für die zyklischen Industrien sieht es im Moment nicht besonders gut aus in der Eurozone. Der EZB-Präsident Mario Draghi verkündete gestern, dass Aktionäre alles tun werden, um das Wachstum in Europa anzukurbeln. Die Zinssätze befinden sich bereits auf einem Rekordtief und man spricht darüber, Asset-Backed Securities zu kaufen. Was kann sonst noch getan werden? Sie könnten Staatsanleihen kaufen. Ich glaube, dass sowohl Analysten wie auch Marktteilnehmer, Journalisten und Kommentatoren aus der Eurozone darauf gespannt sind, wann und wie die EZB mit dem Kauf der Staatsanleihen beginnen wird. Meiner Meinung nach ist der Kauf von Staatsanleihen in der Eurozone den Krisenzeiten vorbehalten. Man spart sich die Möglichkeit auf, für Momente, in denen die Erträge von Staatsanleihen aus der Peripherie ausbrechen oder sich aufblasen. Die EZB hat Schwierigkeiten, ihre Erwartungen zu erfüllen. Und diese Erwartungen werden mit jedem Monat und jeder Auswertung wirtschaftlich schwacher Daten immer höher. Quantitative Lockerungen sind in der Eurozone beispielsweise schon eingetroffen. Es geht bereits im nächsten Monat los. Die EZB wird schon im folgenden Monat viel Vermögen auf den Märkten kaufen. Das gab es noch nie in der Eurozone. Es ist eine ganz neue Herangehensweise und ein großer Schritt für die EZB. In der Rede Draghis, die Sie gerade ansprachen, sagte er außerdem sehr klar, dass die EZB auf dem Weg in eine neue Art von Finanzpolitik ist, welche die Bilanzaufstellung aktiver expandieren soll. Das sind ganz neue Schritte für die Eurozone, aber es scheint, als ob der Markt dem Ganzen nicht wirklich viel Aufmerksamkeit schenkt. Es liegt daran, dass der Markt einzig darauf wartet, dass Staatsanleihen gekauft werden. Was die EZB im Moment tut, das ist noch nie da gewesen, vor allem angesichts der Maßnahmen, welche sie in der Finanzkrise umsetzte. Klaus, welche Prognosen stellen Sie für die Eurozone und den Euro? Well, this year is probably going to be quite poor. I mean, one of the, you know, dieses Jahr wird wohl eher ein schlechtes. Nun, am Ende des dritten Quartals sieht man ein recht negatives Marktsentiment. Es wird wahrscheinlich ein enttäuschendes drittes Quartal, obwohl das Wachstum an und für sich positiv ist. Alles deutet darauf hin, dass 2014 positiv und dennoch deprimierend sein wird. Wenn man sich die derzeitigen Daten anschaut, dann merkt man, dass es schwierig wird, über die 1% Wachstum beim BIP zu kommen. Das ist ein bisschen deprimierend, da wir uns ja in einer Erholungsphase befinden sollten. Man sah bei den Vermögenspreisen eine recht gute Erholung. Sie ist nur nicht auf die Gesamtwirtschaft übergegangen. Das ist ein schleichendes Problem in der Eurozone, denn es bedeutet, dass die öffentliche Schuldenquote und die strukturellen Probleme in den hochverschuldeten peripheren Ländern nicht behandelt werden. Auch auf Probleme mit Arbeitslosigkeit wird nicht eingegangen. Die strukturellen Grundlagen für Wachstum sind einfach nicht vorhanden. Wenn man sich die Trends der Eurozone als Ganzes anschaut und dann die einzelnen Länder separat, dann sieht man kein wirklich positives Bild. Bei den aktuellen Datenauswertungen gibt es leider nichts, was uns vom Gegenteil überzeugen könnte. Die Eurozone regt tatsächlich zum Nachdenken an. Lukaskopi TV aktualisiert Sie wie immer über dieses Thema. Bleiben Sie also dran. Auf Wiedersehen.